So, hallo an euch alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen kleinen Unboxing-Video zu einem wunderbaren Mediabook, das ich auch jetzt schon etwas länger bei mir rumliegen habe. Und ich habe es einfach noch nicht geschafft, dass ich euch das näher vorstelle. Zum einen, meine Zeit ist aktuell sehr begrenzt. Und zum anderen, es sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen so viele neue Sachen reingeflattert, so viel auch Tagesaktuelles, sodass ich jetzt gewissermaßen schon fast nach einem halben Jahr anfangen kann zum Aufarbeiten von Mediabooks. Aber das Gute ist ja, mir geht dadurch die Arbeit nicht aus und jetzt sieht man mich auch besser. Und es wird dementsprechend auch die nächsten Wochen und Monate immer irgendwas geben, was ich euch zeigen kann. Genau. Und bevor dass ich wieder zu lang rumschwafel, zeige ich euch einfach mal, um was es heute geht. Und zwar um das limitierte Mediabook, auch wenn es wieder extrem spiegelt, von Bliss. Ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Rückseite wollte ich natürlich auch noch zeigen. Da sieht man auch die Limitierungsnummer. 128 von 333. Also sieht man schon, es ist ein etwas knapper limitierte Auflage. Jetzt habe ich es. Und den Film habe ich damals, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, der kam 2021 raus, also auch in der viel diskutierten Corona-Zeit, oder kam der sogar schon vor Corona raus, ich weiß es gerade gar nicht. Also hier steht auf jeden Fall 2021, kann aber auch sein, dass das Mediabook 2021 hat. 2019 steht hier, also bei den Festivals lief er 2019. Also, sag jetzt mal, zwischen 2019 zu einem. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest, ich habe es wirklich ehrlicherweise nicht im Kopf. Was ich aber im Kopf habe, ich weiß, ich habe den Film damals im Kino gesehen, in einem kleinen Programmkino in Regensburg, in Originalfassung. Ich glaube, es war sogar original mit deutschen Untertiteln. Auf jeden Fall weiß ich noch, in dem Film oder in dieser Vorstellung war außer mir noch zwei Leute. Also es war eine relativ illustre kleine Runde. Und der Film hat mir damals schon im Kino so gut gefallen. Und hier steht es auch drauf, als quasi zentrale Zusammenfassung: Punk as fuck, Vampire, Vampir, Drogentrip. Also da spielt alles so ein bisschen zusammen. Der Film ist auch sehr, sehr blutig und erinnert in seiner Bildsprache auch stark oder teilweise stark an Mandy mit Nicolas Cage. Und allein dadurch das Cover schon, ich zeige es euch natürlich gerne nochmal, das hat mich schon sehr angesprochen und da dachte ich mir, den Film gibst du dir. Kurze Inhaltsangabe möchte ich euch auch nicht vorenthalten, weil es halt doch ein sehr, sehr kleinerer Genrefilm ist. Der in Blut gedrängte halluzinatorische Trip Bliss ist das perfekte Midnight-Movie. Joe Begos zelebriert seine ganz eigene Retro-Ästhetik, gedreht auf 16 mm. Desis Drogen-Odyssee durch die neonfarbenen Nachtclubs von L.A. erinnert mitunter an Gaspar Noé, Abel Ferreira oder Cliff Barker und endet in einer atemlosen Splatter-Orgie, die mit handgemachten Special Effects den VHS-Flair der 80er Jahre heraufbeschwört. Ein brachial, teuflischer und dreckig immersiver Rausch,
Ich habe es jetzt bloß nicht richtig lesen können, weil genau hier die Folie zusammengeht. Der alles hat, was ein zukünftiger Kultklassiker braucht. Extremes Mitternachtskino und purer Horror für Hartgesottene. Also sieht man schon mal so grob, welche Richtung das es geht. Und wie gesagt, das kann ich euch auch an dieser Stelle bestätigen. Dieser Film ist wirklich ein Trip, den man nicht so schnell vergisst. Ich will jetzt nicht sagen, schlaflose Nächte bereitet, aber wie es auch hier schon beschrieben wird, mit diesen handgemachten Effekten und diesem 80er-Jahre-Look und diese Ästhetik, die der Film auch hat, das sind auch mit die größten Stärken. Aber es soll jetzt heute keine Filmkritik sein, sondern ich wollte einfach jetzt nur mal kurz auch darauf eingehen, was euch bei Bliss überhaupt erwartet und warum ich mir auch dieses Mediabook sogar schon Ende 2023 besorgt. Also ihr seht schon, jetzt wenn dieses Unboxing rauskommt, wie lange das Mediabook quasi schon original eingeschweißt bei mir im Regal stand. Keine Sorge, es sind noch ein paar andere aus 2023, die ich noch vorstellen möchte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich schweife schon wieder ab. Wir wollen ja heute zusammen ja hier den Trip des Jahres quasi erleben. Dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal rein. Wie immer habe ich mich vorbereitet, weil ich habe natürlich aus meinem vergangenen oder aus dem letzten Jahr natürlich gelernt, dass es nicht so schön ist, wenn du hier vor der Kamera sitzt und dann wie ein Blöder versuchst, eine Folie abzupuppeln. Dementsprechend bereite ich mich jetzt da immer schon vor. Also so, jetzt haben wir es mal ausgetütet. Das sieht man schon, es spiegelt deutlich weniger, weil die Oberfläche auch ziemlich matt ist. Und man hat auch schon, wenn man drüber fasst, eine ziemlich, ja, ich sage jetzt mal auch, ich will jetzt nicht sagen raue Oberfläche, aber ihr seht schon jetzt mit einer Hand, die klebt hier schon teilweise. Das ist jetzt nicht spiegelglatt, sondern es hat ein bisschen Struktur. Ich weiß gar nicht, wenn mich jetzt das so ins Licht hält. Ja, hier sieht man es, die Struktur. Und was mich verwundert, aber das glaube ich soll so sein, ist so dieses angedeutete, ja, in der Kamera sieht man es nicht, hier dieses angedeutete umgedrehte Kreuz. Das setzt sich dann auf der Rückseite fort. Also das sieht man hier leider gar nicht, aber ich, wenn ich drauf gucke, ich sehe es ganz deutlich. In diesem Mediabook ist noch massiv Bonusmaterial drauf, sehe ich gerade. Mit einem Audiokommentar mit Regisseur Joe Bigos und Schauspielerin Dora Madison. Audiokommentar mit Joe Bigos, Produzent Josh Itier und dem Russell FX-Team. Deleted Scene, Originaltrailer, deutscher Trailer und Bootleg. Und hier die Seite Filmtreat sagt, einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre. Genau, wir haben halt so auf der Rückseite das ganz klassische, die ganz klassischen, halt hier ist die Kamera, ganz klassischen Angaben. Es ist ein Film von Indeed Film und Ike Media ist da auch mit beteiligt. Es ist ja auch so ein Shop für limitierte Mediabooks. Und dann würde ich sagen, machen wir mal auf. Halt. So, und das sehe ich schon. Und das finde ich schon mal, das gefällt mir richtig gut. Ein Schachbrettmuster mit Schachbrett. Und das ist halt so ein schöner Mix aus, ich hoffe, man sieht es jetzt hier, ja, aus matt und glänzend. Also diese schwarzen Karos sind matt und die silbernen sind glänzend. Also das ist jetzt die normale Blu-ray-Disc und auf der Rückseite haben wir dann die DVD. Also dieses Mediabook ist einmal mit Blu-ray und einmal mit DVD, wobei auf der Blu-ray 3 Minuten mehr sind. Und die DVD sieht genauso aus. Also natürlich hätte man da vielleicht das Muster genau andersrum machen können, dass dann das schwarze glänzend ist und das silberne matt.
Aber dennoch, also wie gesagt, ich habe das jetzt gerade aufgebaut und sah dieses Muster und dachte mir, wow, das sieht richtig cool aus. Genau. Dann würde ich sagen, ich baue kurz um und dann gucken wir, welche Abenteuer uns bei Bliss und welcher Trip vor allem uns hier noch erwartet. Bis gleich. So, da bin ich zurück auf meinem Mediabook-Präsentationstisch und jetzt können wir uns diesem durchaus interessanten Film beziehungsweise diesem, was ich jetzt auch schon sagen kann, sehr schönen Mediabook von Bliss etwas genauer widmen. Also wie ich es euch gerade schon gezeigt habe, jetzt sieht man es ja auch noch mal im Licht. So dieser Wechsel aus matt und glänzend. Und ich denke mal, hinterhalb von diesem Karo-Muster setzt sich das Karo-Muster fort. So, jetzt kommen wir wieder rein. Und das sieht man auch hier nochmal. Von 2019 ist der Film. Also kam, wie gesagt, das Mediabook 2 Jahre später raus. Und dann schauen wir einfach mal hier rein, was wir hier alles bekommen. Auf jeden Fall haben wir schon mal den Autor, das ist der Thorsten Hannisch. Den, was ich auch gesehen habe, der auch, halt hier haben wir es, der ist Literaturwissenschaftler, Popkulturjournalist, Filmhistoriker, Musiker und Co-Herausgeber vom Manifest, das Filmmagazin, einem der dienstältesten und bekanntesten unabhängigen Online-Filmmagazine. Genau, also da eine kurze, ja, Beschreibung, Infos zum Autor dieses. Ich habe 24 Seiten stand dabei, genau 24 Seiten. Und dieser Thorsten Hannisch entführt uns in die finstere, blutige Welt des Joe Bagos. Nicht zu verwechseln mit Jeff Bezos, dem Chef von Amazon oder ehemaligen Chef von Amazon. Ich glaube, mittlerweile ist er ja nicht mehr in, wie nennt man das? Also er ist schon noch quasi Chef, aber er ist jetzt nicht mehr im Tagesgeschäft. Also er hat da jetzt, er vertickt jetzt, oder ja, er gibt jetzt seine ganzen Kohlen aus, genau. Und dann, wie gesagt, haben wir hier schon mal ganz viel Text und hier wird auch gleich mal als erster Satz, als 2007 Grand House von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino anlief. Genau, da wird jetzt quasi darauf eingegangen, dass quasi mit den 2007 erschienenen Filmen ja so ein neues, eine neue Welle an Horrorfilmen rauskam und die dann quasi einige, hier hat man es auch in Beispielen, Filme nach sich gezogen hat. Ich halte euch jetzt einfach mal so in die Kamera. Muss jetzt dann nicht jeden Film vorlesen. Und dann, wie gesagt, haben wir hier jetzt, also man sieht schon, das ist in Kapiteln, Kapitel 1. Hier ist dann Kapitel 2 unterteilt. Und dann geht es hier gleich mal los mit wunderbaren Bildern. Mit einer wunderbaren Zeichnung. Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt nicht jugendfrei. Und gehen wir auch gleich weiter. Dann haben wir hier auf jeden Fall einmal das Filmplakat, also das offizielle Filmplakat. Sogar das deutsche. Entschuldigung, ich bin etwas müde. Und hier haben wir dann nochmal so ein Bild, eine Szene aus dem Film. Also wie gesagt, das ist das offizielle Filmplakat. Das hätte ich damals unbedingt auch haben wollen, aber ja, es gab leider nirgends, oder in dem Kino, in dem ich war, die hatten leider keins über. Beziehungsweise haben den, was über war, schon, war dann schon nicht mehr verfügbar. Allein, also wenn ich mir das anschaue, das ist doch ein richtig geiles Filmposter. Also wer da nicht an Mandy mit Nicolas Cage denkt, der hat wahrscheinlich nie einen Nicolas Cage-Film gesehen. Und dann geht es hier mit ganz viel Text weiter. Hier wird dann auch der Cronenberg, ich schätze mal, der David, genau, hier ist, wird nochmal erwähnt, David Cronenberg wird dann nochmal auch mit erwähnt. Der ist ja auch im Horror-Genre
einer der wegweisenden Filmemacher. Und dann geht es hier weiter. Da haben wir dann nochmal verschiedene Poster. Das ist quasi das, was ja auch vorne auf dem Cover drauf ist. Dann haben wir hier wieder wunderbare Informationen und wieder eine Szene aus dem Film mit der Hauptdarstellerin. Und da wird dann quasi auch nochmal erwähnt, dass der Filmemacher, der Joe Begos, also den Bliss gemacht hat, 32 ist oder war. Und das halt das quasi bis jetzt zu sein. Laut Aussage ist Autors bester Film, weil ich kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Ich habe jetzt vom Joe Begos nur zwei oder drei Filme gesehen. Wenn ich mich sogar erinnere, war nicht sogar auch der Superhost. Gleich war auch von Joe Begos. Dann haben wir hier nochmal Filmszenen. Also wie gesagt, man erkennt hier schon anhand der Bilder, dass der Film einen düsteren, aber auch sehr ästhetischen 80er-Jahre-Look hat mit ja, so Purpurrot und allgemein so diese Farbkontraste sind halt so typisch fürs 80er-Jahre-Horrorkino. Genau, dann haben wir nochmal die Hauptdarstellerin und was unbedingt noch, also ich habe es ja schon beim Lesen kurz mit eingebracht. Der Film ist ja auf 16 mm gedreht worden und das macht halt auch nochmal einen enormen Unterschied oder gibt diesem Film nochmal einen besonderen optischen Kick, dass man das einfach nicht, man vergisst es halt einfach nicht mehr, wenn man das einmal gesehen hat. Zumindest halt, wie gesagt, die ein oder andere Szene. Da haben wir dann auch nochmal Ausschnitte. Also wie gesagt, deutlich kann man so einen 80er-Jahre-Look gar nicht mit der Moderne verbinden. Und hier dann nochmal, ich glaube, das ist ziemlich zum Schluss, wenn ich mich recht erinnere. Also wie gesagt, eindeutige Anspielungen auf Mandy. Fehlt nur, dass Nicolas Cage ins Bild kommt als Großvampirmeister. Und dann haben wir hier zum Schluss nochmal auch Behind-the-Scene-Bilder vom Set. Finde ich schön, dass es auch nochmal mit drin ist. Und wie gesagt, dann sind wir hier auch schon wieder am Ende und da wird nochmal explizit darauf verwiesen, dass natürlich ein Nachdruck des Textes nur mit Genehmigung erfolgen darf. Ich habe euch jetzt einfach ja nur kurz den ein oder anderen Ausschnitt kurz wiedergegeben, damit ihr einfach auch so einen ja, Einblick bekommt, was euch hier erwartet. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Bilder. Und das finde ich immer bei so einem Bootleg oder bei Mediabook schön, wenn auch viel mit Bildern gearbeitet wird. Weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, die allerwenigsten werden sich diese Texte mehrfach durchlesen. Also wenn man es, wenn es ist, liest man sich das einmal durch. Und wie gesagt, dann guckt man sich eigentlich ausschließlich, also zumindest ich persönlich, halt nur noch die Bilder an. Und darum ist es schön, dass hier die Bilder auch teilweise ganze Seiten einnehmen, sodass man auch optisch, visuell was zum Bestaunen hat. Genau. Dann gibt es auch gar nicht mehr zu sagen. Nur eines, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt oder wollt jetzt mal was Abgefahrenes gucken, dann ist Bliss auf jeden Fall ein Film, den ihr in die engere Auswahl nehmen müsst, dürft, könnt. Und ich kann euch auch nochmal die Rückseite zeigen. Also hier die ganzen Standardinformationen. Genau, was wollte ich sagen? Also wie gesagt, das ist dann war ein Film, den ihr auf eure Liste setzen müsst. Und wenn er euch gefällt, wie gesagt, dann könnt ihr ihn euch auch fürs Heimkino holen. Wenn es das Mediabook auch gibt, werde ich es wie immer unten verlinken und ich sage es auch nochmal hier dazu, wird aber auch im Videotext nochmal stehen. Ich habe das Mediabook ganz normal eigenständig
gekauft. Also es ist nichts, was ich geschenkt bekommen habe. Jetzt sieht man übrigens auch hier nochmal dieses umgedrehte Kreuz. Und dementsprechend ist das jetzt keine bezahlte Werbung, sondern einfach meine persönlichen Eindrücke. Was jetzt übrigens noch schön ist, was ich gerade sehe hier, die Gebundenheit, also die, wie das Ding gebunden ist mit einem schönen Faden. Und auch wenn man jetzt hier meinen obligatorischen Wackeltest macht, merkt man schon, hier ist kaum Bewegung. Also das Ding ist sehr wertig produziert. Wie gesagt, hier nochmal die Limitierungsnummer 128 von 3333. Und wie gesagt, hier auch nochmal Bilder vom Film und auch die Übersicht auf welchen, oder zumindest die bekanntesten Filmfestivals, wo man diesen Film sehen konnte. Genau, bevor dass ich jetzt Schluss mache, gibt es noch einen kleinen Sneak Peek. Habe ich festgestellt, das ist etwas, was mir Spaß macht und wodurch ich vielleicht auch den einen oder anderen, der jetzt bis zum Schluss dran geblieben ist, noch ein bisschen den Abschied versüßen kann. Demnächst kommt ein Unboxing zusammen mit Moritz, das probiere ich jetzt mal einfach mal aus, zum Mediabook, zum wattierten Mediabook von Terrifier, die jetzt endlich nach langer Lieferzeit und einmal Falschproduktion jetzt endlich da sind. Ich habe mir ja seinerzeit, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, da habe ich einfach mal zwei genommen, also einmal Cover J und Cover K. Die waren ja damals, wie man es kaufen konnte, jeweils auf 1222 Stück limitiert. Ich weiß gerade gar nicht, welches Cover Moritz hat, aber wie gesagt, da werden wir dann euch demnächst hierzu ein wunderbares Unboxing liefern und ich bin ja schon gespannt, weil der Film hier in Uncut drauf ist, also ungeschnitten. Und ich kenne ja bis jetzt nur die geschnittene Version, die ja um einige Minuten kürzer ist, als die, die hier drauf ist. Darum freue ich mich dann auch schon, wenn wir die Dinge ausgepackt haben und ich dann auch den Film gucken kann. Genau. Aber das nur als auch für, als, ja nicht, deutsche Sprache, schwere Sprache, einfach so als kleines Zuckerl zum Abschied. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein wunderbares Mediabook vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr jetzt Bock auf den Film habt. Also wie gesagt, wenn ihr Horrorfans seid und ihr habt ihn noch nicht gesehen, ihr werdet es nicht bereuen. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis zum nächsten Unboxing. Alles Gute und ciao, ciao.